So, was ist jetzt Causal Learning? Causal Learning ist jetzt Folgendes, das geht also jenseits von dem, was wir mit Korrelationen machen können. Gegeben irgendwelche Daten, und da kann ich jetzt eine Korrelation ausrechnen, und die ist auch sehr stark, aber ich möchte jetzt nicht die Korrelation ausrechnen, sondern ich möchte, welches dieser vier Modelle ist denn das richtige Modell? Okay? Und das Problem heißt Causal Learning oder auch Causal Discovery. Und das ist also erheblich schwieriger, als einfach nur eine Korrelation zwischen zwei Größen auszurechnen. Sondern hier möchte ich wirklich irgendwie jetzt den Daten ansehen. Ja, das eine ist die Ursache, das andere ist die Wirkung. Ja, und tatsächlich gibt es mittlerweile Methoden dafür, die genau das versuchen und die das so einigermaßen hinkriegen in manchen Beispielen. Und zwar einfach nur von diesem Scatterplot. Und das ist so ein bisschen wie Zauberei, weil man würde eigentlich denken, dass man zusätzlich zu diesem Scatterplot müsste man jetzt noch hier eingreifen können und man verändert eine Variable und dann guckt man, ob die andere sich verändert und umgekehrt und damit kriege ich das raus. Aber unter gewissen Annahmen, man kann also zusätzliche Annahmen hier treffen und damit kann man das also rauskriegen. Für dieses Beispiel, also das ist hier der schöne Pfeil, Causal Learning ist also aus den Daten das kausale Modell zu schätzen. In diesem Beispiel hat da jemand einen Vorschlag, kann das jemand sehen, was ist hier Ursache, was ist Wirkung? Also ich kann es nicht sehen, ja, das sieht erstmal aus wie irgend so ein Scatterplot. Aber es gibt Computerprogramme, die einem das ungefähr ausrechnen, ja, dass also die X-Achse die Ursache von der Y-Achse ist. Und jetzt wurden diese Daten, das sind also echte Daten, und zwar sind das alles Städte in Deutschland, jeder Punkt, und dann jeweils die Altitude, also damit, wo stecke ich praktisch zwischen über NN, die Höhe über NN ist das, soll das hier, glaube ich, sein, die Altitude, also wie hoch liege ich, und die Durchschnittsjahrestemperatur. Ja, Sie wissen jetzt wahrscheinlich, dieser Punkt hier, was das ist, das ist die Wetterstation auf der Zugspitze. Ja, und dazwischen kommt dann ganz viel nichts. Da sind nur Lifte und Skipisten. Und dann gibt es irgendwann wieder weitere Stellen, wahrscheinlich irgendwo in Bayern, in Oberbayern oder sowas, eine relativ hochliegende Stadt, wo wir also auch jetzt, ja, kann man irgendwie ausrechnen, eine relativ niedrige Temperatur haben. Und so weiter bis hoch zur Nordseeküste, die ganzen Städte. Und ja, woher wissen wir denn jetzt, was hier die Ground Truth ist? Ja, die Ground Truth kann man ganz leicht ausprobieren. Da kann man jetzt das Experiment machen. Ja, und Sie setzen sich halt einfach setzen sich auf Baltrum oder sowas an den Strand mit einem Bunsenbrenner und machen die Luft heiß. Ja, Sie ändern also die Temperatur und dann messen Sie, ob sich die Altitude von Ihrer Insel ändert oder nicht. Ja, und Sie werden feststellen, sie ändert sich nicht. Ja. Sie können auch das umgekehrte Experiment machen und auf einen Leuchtturm hochklettern. Und Sie machen also oben auf dem Leuchtturm sozusagen einen Temperaturfühler hin und unten am Fuß vom Leuchtturm. Und womöglich werden Sie dann da eine kleine Temperaturdifferenz messen sozusagen, weil halt in höheren Luftschichten ist die Temperatur halt kälter. Das heißt also, da kann man also einen Zusammenhang sehen. Das heißt also, diese Daten, die wurden extra so erzeugt, dass man weiß, was ist Ursache, was ist Wirkung, sodass man also eine Art so Rätsel hat für Computerprogramme, auf denen man dann testen kann, ob die es können oder nicht. Ja, und das sind Tübinger Forscher, die haben davon 100 Stück zusammengestellt, wo zwei Variablen irgendwie was miteinander zu tun haben, wo man weiß, wenn man die Variablen sieht, was ist Ursache, was ist Wirkung, und dann kann man seine Algorithmen, seine Programme darauf ausprobieren. Und die besten Programme, die schaffen also tatsächlich mehr als einfach nur Zufall. Ja, Zufall wäre, wenn die Programme in 50% der Fälle liegen, die richtig. Ja, das würde zum Beispiel das Programm schaffen, was einfach nur eine Münze wirft und das dann sozusagen als Antwort rausgibt. Aber die sind besser als das. Ich weiß nicht, 70%, manche schaffen vielleicht 80% der Fälle, kriegen die es also raus. Was sehr verblüffend ist, dass es geht, ohne dass man ein Experiment macht. Hier ist ein weiteres Beispiel. Tja, auch hier wieder Ursache und Wirkung zu unterscheiden, fällt mir relativ schwer, aber unter bestimmten Annahmen sozusagen geht es. Und ich zeige Ihnen mal die Antwort. An der einen Achse steht das Alter und an der anderen sozusagen der Stundenlohn, den man so hat. Ja? Und auch da ist es so, dass wenn Sie jetzt also Ihr Gehalt verdoppelt bekommen, ja, dann sind Sie nicht automatisch, haben Sie ein anderes Alter. Umgekehrt, wenn Sie in Ihrem Lebenslauf schauen und 20 Jahre warten sozusagen, dann werden Sie da unter Umständen auch einen anderen Stundenlohn wahrnehmen. Ja, also das heißt also, in die eine Richtung ist das eine ist sicherlich die Ursache vom anderen und nicht umgekehrt. Okay? Hier ist ein weiteres Beispiel.
man sieht hier wieder eine Korrelation. Das heißt also, man kann die Daten irgendwie auf so einer Linie darstellen, so ungefähr mit einem gewissen Fehler. Ja? Aber man sieht auch, dass es hier so ein bisschen rund geht. Das ist also irgendwie so auch so ein bisschen nicht linear. Und auch in diesem Fall kann man mit bestimmten Algorithmen kann man also feststellen, was ist Ursache, was ist Wirkung. Und hier geht es also darum, um die Anzahl der PS, die ein Auto hat, und die Miles per Gallon, ja, wie hoch der Verbrauch ist. Hier Verbrauch in Miles per Gallon ist natürlich genau umgekehrt. Die Autos mit wenig PS, die schaffen natürlich sehr, sehr viel mehr Meilen pro Gallone, ja, als die Autos mit viel PS. Deswegen ist es also umgedreht. Ja, wenn man das also in Liter pro 100 Kilometer umrechnen würde, dann würde die Kurve genau andersrum aussehen. Ja, dann wäre das also genau umgedreht. Ja, dann gibt es noch so eine ähnliche. Da ist jetzt allerdings, denke ich, ein Fehler, als ich da eingeschlichen. Da ist vermutlich das Falsche an der Achse dran, weil hier steht Beschleunigung. Und hier würde ich jetzt irgendwie erwarten, dass die Autos mit mehr Horsepowers, dass sie also schneller beschleunigen als die anderen. Ja, also da muss ich diesen Plot nochmal überprüfen, wie der gemacht ist. Okay, Sie meinen also, das könnte durchaus sein. Ah, okay, das heißt, das hier Ding ist dann vielleicht irgendwie ein Tesla oder was weiß ich, so ein Ding, der extrem schnell beschleunigen kann und sehr leicht ist, oder ein MG oder was weiß ich für ein Teil. Und das hier unten ist irgendwie so ein Riesengefährt, so ein SUV, der unglaublich viele PS hat, aber trotzdem nicht schnell beschleunigt. Und das hier oben ist ein VW Polo oder ein Lupo oder sowas, der super leicht ist und nur wenige PS hat. Jedenfalls, Sie können auf die Tübingen Pairs Datasets gehen und dort können Sie die Daten alle aufrufen und da können Sie dann oben nachlesen, was genau die Variablen waren. Okay? Hier ist ein weiteres Beispiel. Man kann natürlich jetzt, als Menschen sind wir ja schlau, kann man auch immer raten, irgendwie, was das sein könnte. Erinnert das jemand an irgendwas? Hat da jemand eine gute Idee, was es ist? Zum Beispiel die untere Achse geht von 0 bis, ich glaube, das hier ist genau 365. Das ist also eine Temperaturkurve, wie man sie so typischerweise so hat in Nordeuropa. Ja. Das eine ist also der Tag und das andere ist die Temperatur. Und auch hier gilt wieder das Bunsenbrenner-Experiment. Wenn Sie also hier den Raum erhitzen sozusagen, ändert sich nicht das Datum. Aber umgekehrt, wenn ich also das Datum verändere, dann ändert sich auch die Temperatur. Da ist wieder ganz klar, was Ursache und Wirkung ist. Und das Interessante ist jetzt hier, was kann man denn hier in den Daten ansehen? Als kleiner Hinweis, wie funktionieren denn diese Methoden überhaupt? Die benutzen irgendwie maschinelles Lernen typischerweise und die benutzen, dass diese Verteilung halt nicht Gauss verteilt ist, sondern dass sie nicht Gauss verteilt ist. Und man kann da Theoreme zeigen, wenn sozusagen so ein Scatterplot nicht Gauss verteilt ist, beziehungsweise wenn die Beziehung zwischen diesen beiden Größen nicht linear ist, ja, in den Fällen gibt es Annahmen und in manchen Fällen kann man dann sozusagen das dann aus den Daten ablesen. Ja, das ist aber sehr überraschend, dass es überhaupt geht. Also man hat jahrelang eigentlich gedacht, dass es nicht geht. Dass man also aus beobachteten Daten keine Ursache-Wirkungsbeziehungen ablesen kann. Und wenn man alles durch die Gaußsche Brille sieht, also nur Mittelwert und Kovarianzmatrix berechnet, dann geht es auch nicht. Da steckt die Information nicht drin. Wenn man aber die nichtlineare Struktur der Daten betrachtet, ja, beziehungsweise die Nicht-Gaußheit sozusagen, dann kann man da was machen. Hier ist die Referenz, wenn Sie da so Details nachlesen wollen. Da gibt es also ein schönes Paper, das heißt Distinguishing Cause from Effect using Observational Data. Da sind also Benchmarks drin und diese Benchmarks beziehen sich genau auf diese Pairs Dataset. Also eine Benchmark in diesen Bereichen ist also so eine Sammlung von Daten. Das ist also, auf denen man dann seinen eigenen Algorithmus ausprobieren kann. Ja, und das Elegante ist jetzt, wenn ich jetzt eine tolle Idee hätte für einen Algorithmus, wie man das machen kann, dann versuche ich das auch auf diesen Benchmarks und habe dann sofort einen Vergleich mit ganz vielen anderen Methoden. Das ist also ein typisches Vorgehen, wie man das also macht in der Wissenschaft. Ne? Sie können die Daten auch alle abrufen. Die sind dann erstmal so als Textdatei, aber Sie sind ja jetzt schon halbe Python-Hacker und würden die Daten also irgendwie reinkriegen. Ja? Wahrscheinlich, wenn Sie danach googeln, nach Python und dann Tübingen Pairs Dataset, finden Sie auch irgendjemanden, der das schon für Sie programmiert hat, sodass Sie nur Copy and Paste machen müssen. Die Methoden heißen zum Beispiel Additive Noise Models, es gibt die sogenannte Trace Method und noch eine ganze Reihe weiterer Methoden. Die sind überwiegend von Tübingern Researchern, die haben sich das also ausgedacht, diese Methoden. Aber es gibt auch aus anderen Bereichen Antworten.